Diesmal waren die Kommentare doch gar nicht so schlimm. Nicht die Kommentare. Brad Pitt. Brad Pitt und die Doofkuh heiraten. Jedenfalls, wenn man den Gerüchten in der Klatschpresse glauben darf. Demnach traf sich Brad Pitt letzte Woche in London mit Madonna und deren Ehemann Guy Ritchie, der angeblich Trauzeuge werden soll und sich damit mitschuldig macht. Pah, aber soll er sie doch heiraten? Ich will ihn gar nicht. Ich meine, Brad Pitt ist doch der totale Pantoffelheld. Ja, der hat doch keine eigene Meinung. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich verbittert bin, sondern weil es stimmt. Gucken Sie selbst. Nach einer Woche Beziehung sieht der doch schon genauso aus wie seine Freundin. Das ist doch peinlich. Obwohl ihm meine Frisur sicher gut stehen würde. Aber wissen Sie, was ich bei diesen Prominenten ja überhaupt immer so schwer finde? Die Einteilung. Also die Einteilung in A, B oder C Promis. Verona Feldbusch zum Beispiel. Ist die jetzt noch A, eher B oder steht die schon mit einem Bein in C? Ja, die Engländer haben es da leichter. Die müssen nur auf celebritymessages.com gehen. Da sehen Sie sofort, wer zur Kategorie B oder tiefer gehört. Nämlich die Promis, die sich dort für Handyvideos hergeben müssen. Handyvideos etwa, die einem unangenehme Aufgaben abnehmen, wie zum Beispiel mit der Freundin Schluss machen oder den Eltern beichten, dass man schwul ist. Hello, Mom and Dad, sit down. I'm channeling a message from your son. Take a deep breath and relax. I'm a homosexual! I like men! Get over it. Wer war der Typ? Boy, was? Die Qualität dieser Videos ist natürlich ziemlich bescheiden. Aber wenn Sie lieber richtig scharfe Bilder haben wollen, dann sollten Sie mal über den Kauf einer Gigapixel-Kamera nachdenken. Gut, ist leider nicht so leicht zu bekommen, aber fragen Sie doch mal in einer Sternwarte nach, ob die eine übrig haben. Und dann machen Sie es wie die Leute vom Gigapixel Project und fotografieren damit Landschaften. Und zwar in einer unglaublichen Auflösung und Detailtreue. Davon können Sie sich hier in der Galerie überzeugen. Hier zum Beispiel, ein Paraglider schwebt über einen Strand. Und sehen Sie auch die anderen Fotografen? Na da! Nein? Aber die Gigapixel-Kamera sieht die. Hier. So, und jetzt kaufen Sie sich das Ding und lernen Ihre Nachbarn mal etwas besser kennen. Übrigens, haben Sie es auch gelesen? Bei der Hochzeit von diesem Schlappschwanz, wie hieß er noch? Naja, egal. Jedenfalls soll da angeblich der TV-Star-Koch Jamie Oliver das Catering machen. So bekannt er allerdings auch ist, viel gelernt haben die Engländer bei ihm scheinbar noch nicht. Eine Umfrage hat nämlich ergeben, dass viele junge Briten nicht mal über grundlegende Kochkenntnisse verfügen. Ein Drittel der Befragten im Alter von 16 bis 24 Jahren gab auch zu, Gästen schon mal ein Fertiggericht als eigene Kreation serviert zu haben. Aber immerhin ohne Karton. Ja, dass immer weniger Leute selber kochen, hat natürlich einen Grund. Nämlich diese eine panische Angst. Wo den Kochlöffel ablegen? Denn egal wo, es gibt immer fiese Flecken. Und da dachte einer, er hätte eine geniale Idee. Mit dem Drip Clip Spoon Rest, der Löffelablage für den Topf. Die aber leider wie Blei in den Regalen liegen bleiben wird, da es für nur einen Cent mehr das hier gibt. Die Hook-on-Spoons, die Holzlöffel mit am Topfrand Befestigungskerbe. Der Erfinder arbeitet übrigens schon an einer Idee, wie man jetzt noch den Deckel zukriegt. So, und wenn auch Ihnen mal beim Kochen was daneben geht, dann besuchen Sie einfach extratasty.com. Dort gibt es nämlich unzählige leckere Cocktailrezepte. Und wenn Sie Ihre eigene Bar einrichten, können Sie sogar sofort sehen, welche Drinks Sie mit Ihren Vorräten mixen können. So werden Sie zwar kein besserer Koch, aber können Ihre Gäste so lange abfüllen, bis die auch ohne Essen glücklich sind. Und wenn Sie dann weder gerade laufen noch gucken können, dann macht das Spiel hier erst richtig Spaß. Ball Bounce. Schießen Sie Ihren Ball einfach von links nach rechts. Berühren dürfen Sie dabei allerdings nur die dunklen Blöcke, falls Sie das noch erkennen können. Okay, was Sie aber nach 7 Whisky sauer auf keinen Fall machen sollten, ist Autofahren. Vor allem nicht im Kreisverkehr. Das ist so schon gefährlich genug, wie man in diesem tollen Werbespot sehen kann. Das war Ehrensenf, ich bin Frau Pitt. Tschüss.